Alter, bester Mann, guckt sie so verdammt gut aussehen, Bruder! Jetzt noch mit Grimmbrille! Viele Leute verstehen vielleicht gar nicht, was ist hier los? Warum ist dieser Typ eine Riesenschale mit Reis? Leute, Reis ist das Elixier des Lebens. Ihr habt es vergessen, oder? Oh mein Gott, da sind wieder die Pork-O's, Digga. Ich hab sie vermisst. Ja, nur Reis, weil keine Fette bis morgen. Morgen wird noch das Endshooting gedreht, beziehungsweise das Video. Und dann gönne ich mir richtig. Was? Auf was freust du dich am meisten? Zum Essen? Ja. Kuchen und Sachen vom Bäcker. So Kirschtasche und so. Ein Kirschplunder! Ja, man, stimmt. Kirschtasche und Schoko-Reiswaffel. Diese einen waren geil. Wie heißen die? Diese Waffeln da, wo in der Mitte... Ja, die Honigwaffeln, ne? Meine Oma hat Zwetschgenkuchen heute gemacht und ich durfte nichts essen, aber dafür morgen. Ich freue mich krass drauf. Ey, dieser Reis, okay? Oh mein Gott. Es kann aber auch sein, dass ich nach dem Reis übel am Arsch bin. Weil mein Magen ist so klein und auf einmal schallert mein Magen 300 Gramm und 350 Gramm Reis rein. Das ist geisteskrank viel. Der Magen denkt sich, Digga, was ist hier los? Hast du die letzten Tage immer Videos angeschaut von Essen? Ja. Ja, nice. Auf eine Portion Pommes habe ich auch gebraucht. Kuchen von Oma ablehnen. Ja, Marius, du warst übel räudig, aber was soll ich machen? Ich esse morgen dafür. Morgen werde ich mir richtig reingönnen. Ist der wenigstens gewürzt oder ein Kleck Soße? Ja, der ist gewürzt mit Curry und Pfeffer. Und die Mandeln. Ja, aber da habe ich fast nichts dran gemacht davon. Aber das ist geil. Und morgen früh, müsst ihr euch überlegen, morgen früh stehe ich auf und das Erste, was mich morgen früh erwartet, sind Reiswaffeln. Geschmiert mit Honig. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Sag ehrlich. Perfekt, danke, Chat. Danke, Chat, dass ihr auf meiner Seite seid und dass ihr zu 100% fühlt, was ich die letzten Tage durchgemacht habe. Man muss auch eine Sache dazu sagen. Ich habe meinen Chat krass vernachlässigt in letzter Zeit. Ich habe die krass vernachlässigt. Erst habe ich eine Pause gebraucht von dem ganzen Trouble, dieses Jahr war. Und dann habe ich jetzt die Diät gemacht, wo ich eigentlich gar nicht mehr ansprechbar war, weil ich so am Arsch war. Und da wollte ich auch nicht auf behindert streamen. Und jetzt gehe ich noch 2 Wochen in Urlaub, dann bin ich wieder nicht für die Leute da. Eine ganz kurze Frage. Werdet ihr überhaupt meinen Stream noch schauen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin? Warum streamen, wenn ich im Urlaub bin? Ja, im Urlaub können wir schon auch ein, zwei Streams machen, wenn wir gute Streams haben. Alter, Chat, Ehre, dass ihr nicht mehr schaut. Ehre! Nice, freut mich auch. Chat wird einfach nicht mehr am Start sein. Haben keinen Bock mehr. Hä, man kann ja doch wirklich streamen, also geht doch easy. Können wir echt machen, ja? Also können wir wirklich easy machen. Du musst ja nur die Kamera sowieso bei Camlink noch dazu holen. Nee, mit Handy. Aber das Problem ist, niemand darf oberkörperfrei sein. Niemand darf Schniedel zeigen. Darf nichts geleakt werden. Gönn dir lieber Urlaub, ohne an Stream oder sowas zu denken. Hast du echt verdient, danach wieder in alter Frische. Ich würde sowieso nur ein, maximal 2 Streams dann machen. Ja, aber auch nur so, wenn es halt reinläuft. Nicht so auf Krampf. Wir machen so... So ein Stündchen oder so. Ja. Guck mal, ich sag euch eine Sache, wie mein Plan ist. Ich habe ja zu Hause mir schon ein neues Arbeitszimmer eingerichtet. Und dann müsst ihr euch überlegen, bis dahin habe ich erstmal eine noch nicere Frisur wie gerade eben, okay? Und es ist eigentlich fast nicht machbar. Und dann müsst ihr euch überlegen, dann habe ich das Arbeitszimmer. Dort stelle ich dann den Rechner rein. Warum fokussiert die scheiß Kamera Stiff, wenn ich rede? Verdammt nochmal! Dann stelle ich dort im Prinzip den Rechner rein, Mikrofon rein, okay? Und dann hat es da drin so eine geile Akustik. Ja? Und dann streame ich von zu Hause. Und ihr werdet dann sehen, dass ich verdammt nochmal von zu Hause streame. Wie krass ist das? Du nimmst das ganze Game hops gerade. Ich schwör's dir. Niemand hätte damit gerechnet. Damit hätte niemand gerechnet. Was wollen die anderen dagegen tun? Das ist auch gerade allgemein Schock. Ja, was wollen die machen? Du kündigst aus dem Nichts krank. Überleg mal, du bist Streamer und du wirst einfach vor diese veränderte Tatsache gestellt. Was willst du da machen? Jedenfalls habe ich so geplant. Einer im Chat auch Gänsehaut. Jedenfalls habe ich so geplant, dass ich dann im Prinzip das Stream wieder volle Kanüle angehe, okay? Dann werden richtig regelmäßig schön 3-mal die Woche Streams von mir kommen, Videos werden kommen, Insta-Bilder werden kommen, es wird wieder alles kommen. Echt? Ja. Okay. Das wird doch krass, oder Chat? Das wird krass, oder Chat? Chat, gar keinen Bock drauf. Ich dachte mir. Habt ihr meine Insta-Story gesehen gerade eben? Habt ihr nicht gesehen? Würde ich euch mal empfehlen, reinzuschauen. Ich habe da nämlich ein neues Bild rausgehasselt und da würde mich mal ganz persönlich eure Meinung dazu interessieren. Nicht gut, oder? Jetzt kommen alle mit Lauch. Ey, Junge. Es kommen alle mit Lauch. Ah, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Aber ich habe noch kein Füllegefühl. Das morgen kommt erst, wenn der Reis richtig aufgeht. Morgen Abend dann aber, okay? Also, machen wir das dann. Morgen Abend, ja. Können Sie auch überlegen, danach nochmal kurz live zu kommen. Lass mich kurz ein bisschen noch verdauen, dann kommt es noch ein bisschen besser raus. Als ob das direkt reingeht. Ja, nee, aber mir wird dann halt warm und so. Also, ihr wollt mir auf gut Deutsch sagen, die letzten Jahre Training und vor allem
Die letzte Diät schließt ihr ab mit dem Fazit Lauch. Was ist schlimmer, Chat? Die Frisur oder die Form? Was steht drin? Ich kann es nicht lesen. Form. Beides. Form. Krass. Ja, da ist auch die Frisur, Fall. Die legt ja schon die Messlatte ziemlich hoch. Die Frisur ist auch killer. Guck mal, Steffen. Ich weiß, du beneidest mich um meine Frisur. Ich weiß, dass du mich drum beneidest. Ja, ein klassischer Player-Hater. Ich find's krass, dass Steffen meine Frisur sieht und sagt, oh, Digga, sieht übel scheiße, das kann man gar nicht tragen. Nur damit er besser dasteht, dass ich mir die Frisur wegmache. Ist doch lächerlich, oder? Hey, ich hab heute, ihr müsst euch vorstellen, er zieht heute die Mütze ab. Das für mich ist das, ich hab's ihm von Herzen gesagt, ich sag so, Junge, du bist ein junger, sympathischer Mann, geht trainieren, sieht auch gut aus. Warum macht dann sowas kaputt? Mach einfach mal selten fresh. Ich finde, du mach so eine Frisur wie ich. Ich finde, ich finde, du übertreibst ein bisschen. So scheiße sieht es jetzt auch wieder nicht aus. Also da hatte ich schon wesentlich schlechtere Frisuren. Natürlich sind jetzt die Seiten nicht gemacht. Ich gehe übermorgen zum Friseur. Ich mache das ja wieder frisch. Aber du tust so als... Alter, Chat, was ist das denn? Hallo! Scheiß Chat, Digga. Ja, scheiß drauf, Digga. So schlimm sieht es nicht aus. Ja, muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Wenn du dich damit wohlfühlst, ist es doch gut. Ja, nee, danke, Steffen. Danke dir, Digga. Aber ich muss sagen, mein Bart ist mittlerweile zu lang. Den muss man mal schön machen. Aber hören wir doch auf. Doch. Nein. Den muss man ein bisschen schön machen. Hören wir doch auf, immer über meine Optik zu reden. Ist doch scheißegal, wie ich aussehe. Solange du ein reines Herz hast, ist es Aussehen egal. Okay. Ja, ich wollte hier jetzt mal ein bisschen mit gutem Vorbild vorangehen. Auf die richtigen Werte. Sagen, was die richtigen, wichtigen Dinge im Leben sind. Stark, Steffen. Stark. Ja, gerne. Hauptsache, Mamis gefällt. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hab's halt 3-4 Wochen kaum noch mit irgendwelchen Frauen geschrieben. Ich sag's euch auch so, genau. Als ich Keto gemacht habe, okay, da saß ich dran und wollte mir einen runterholen. Und an einem Abend war es tatsächlich so, dass ich mich, während ich dabei war, umentschieden habe und gesagt, nee, ich habe einfach gerade keinen Bock, mir einen runterzuholen, weil ich einfach keine Energie dafür habe. Und dann habe ich mir einfach keinen runtergeholt. Krass, Alter. Und auch da wird man wieder vor vollendete Tatsachen gestellt. Was willst du dagegen tun? Was willst du dagegen sagen? Es gibt nichts. Ja, holst du halt keinen runter zurück. Mhm. Würde aber da jetzt in die A-Porno reinschallern, würde es dann gehen? Genau. Ich hatte da einfach keinen Bock. Ging einfach nicht. Ey, Digga, ich hab das scheiß Ding leer gegessen. Und das Schlimme ist, ich könnte einfach weiter essen. Das waren jetzt gerade 350 Gramm trocken. Also das war fast eine ganze Packung Reis. Pog-O. Nee, das ist Pog-U, Mann! Jetzt fühle ich mich gut. Nee, Chat, wisst ihr, ich freue mich schon brutal. Kriso, ey, Kuss geht raus, danke dir für den 10er. Chillig. Kuss geht raus, Bro, vielen, vielen Dank. Ich sag's mal so, wenn ich zurück bin vom Urlaub, okay, und ich meine, und nein, ich habe keinen Lippenstift drauf, meine Lippen sind nur so rot, weil der Pfeffer hat da die Durchblutung angereizt, okay. Wie viel Dioptrien hast du? Minus 19. Wer lacht über seinen eigenen Witz? Bitte, Alter, Mann. Jedenfalls, was ich sagen will. Wenn ich zurück bin, okay? Ich habe zwar kein Streamingzimmer wie Monte mit 67.000 LED-Leisten, mit meinem eigenen eingravierten Logo, genau, in den Tisch und das gleich zweimal und im Infinity-Spiegel über meiner verdammten Fresse. Dafür aber, Freunde, habe ich einen Schreibtisch, den man in der Höhe verstellen kann. Ja? Du könntest quasi im Stehen streamen. Ja, ich könnte in dem Stehen streamen. Das gab's noch nie. Wer will was dagegen machen? Wer will mich jetzt noch besiegen? Ja? Ist Mond und Ding auch dabei? Mond und Tedo sind auch dabei. Und jetzt haltet euch fest. Als allererstes mal, verschwendet Divi Jano Shop schon wieder 100 Euro. Was ist denn da los, Divi Jano Shop? Was soll diese Scheiße, Mann? 100 Euro, Digga. Zum Glück ist dieser blöde Award nicht mehr im Bild. Kuss. Grüß dich, meiner. Wo ist denn der Award? Wo haben wir den verdammten Award hingetan? Hol den verdammten Award zurück, Mann! Ist ja wohl eine absolute Frechheit, dass hier der Award einfach bei Zeit geht. Ey, diese Putzfrau, die ist geil. Yeah, ey, geh bei Seite, du Schlappe. Das ist der Big Boss, die Zeit hin. Wo haben wir den Award? Dieser Award. Alter. Dieser Award wird auf Ehrenbruderbasis, natürlich von Diffie Channel Shop, in den neuen Streaming-Background kommen. Wir müssen dann übrigens noch gucken, wie wir den Raum geil einrichten, weil das Ding ist, ich werde es euch ganz kurz erklären. Divi Jano Shop. Alter, wie geil das jetzt aussieht im Stream. Einfach bester Mann, dass er das gemacht hat. Ihr müsst euch überlegen, Divi Jano Shop, erstmal kurz geht raus für diese ganzen Awards, die du für die Leute gemacht hast, richtig geil. Plus, und da will ich jetzt kein einziges Pog-O im Chat sehen, der Hintergrund von meinem aktuellen Streamingzimmer ist mein Kleiderschrank. Warum ging gerade das Licht aus? Weil das so ein extrem epischer Moment war. Krass.
Genau. Also das ist ja wohl absolut geisteskrank, oder Chat? Überleg mal, du bist im Stream von mir. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Genau. Das könnte auch extrem beschissen aussehen. Nein, als ob. Ich überlege nämlich noch, ob ich da Türen davor hänge. So Schiebetüren. Und dann mache ich auf die Schiebetüren ein Bild von so einer nackten Tuss. So ein geiles Sprit. Dann werde ich auf jeden Fall... Tears Games wird der erste und letzte Stream von zu Hause, Digga. Krank, Alter. Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, ich freue mich wirklich sehr auf den ersten Stream, den ich von mir mache. Ihr wisst ja, es kommt dann auch der Kochstream mit Kima, wo wir dann zusammen in meiner neuen Küche kochen und so. Und ich freue mich natürlich auch auf die Roomtour von der neuen Wohnung. Alles drum und dran. Das wird eine absolut insane Nummer, Freunde. Hey, kann die Kamera mal bitte aufhören, dich zu fokussieren? Das fuckt mich hart ab. Was wir kochen? Wir haben dich schon eingeplant. Du musst nämlich probieren. Wir machen Sushi. Das wird was, glaub mir. Das wird was. Also es gab einen Kochstream, da habt ihr echt was Gutes gekocht. Bin neu hier. Warum hassen dich hier alle? Da möchte ich ganz kurz was erklären, okay? Also die Leute, die hier rein beleidigen, sind extreme Sarkasmus-Experten, okay? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man hier in den Stream reinkommt oder bei mir auf Insta oder was weiß ich was, die Leute sind im Prinzip, die haben ihr Studium, die haben erstmal ihr Abitur, dann ihr Studium plus den Doktor und Professor in Sarkasmus gemacht, ja? Manche Leute sind Vorstand oder Vorstandsvorsitzender, CEO bei verschiedenen sarkastischen Firmen. Und die sind im Prinzip hier alle bei mir im Chat, ja? Das heißt also, wenn die schreiben, Nico, du bist das letzte Stück Scheiße, was meint der Chat dann eigentlich damit? Genau das! Ja, richtig! Das stimmt! Ja, herzlich willkommen! Spaß. Ja, herzlich willkommen im Sarkasmus-Gelände, sagen wir es einfach mal so. Ja, du siehst also auf jeden Fall, der Chat ist auf Halt dein Maul angelehnt. So muss man das einfach mal klipp und klar sagen. Genau. Alessio mit 3 Euro. Ich wünsche mir Sushi mit so Rucola und... Du kannst dir viel wünschen. Alessio mit 3 Euro. Wer das liest, ist ein Halt dein Maul. Und du siehst auch, Digga, für dich, der hier gerade neu reingekommen ist, es gibt hier Leute, die donaten 3 Euro, um mir zu sagen, dass ich mein Maul halten soll. Da gibt es zum Beispiel sowas, so jemand wie Karl S., der 3 Euro donatet, kannst dir wegen der Insolvenz keinen Friseurtermin leisten. Solche Fragen werden gestellt. Es werden Fragen gestellt wie Slay Weapon mit 3 Euro. Moin Meister, hast du ein paar weise Tipps für selbstständige Unternehmer parat? Es gibt nämlich auch nicht selbstständige Unternehmer. Würde mich freuen. Gruß. Ja, natürlich. Ich habe jetzt, wenn du so konkret direkt einsteigst in die Thematik, habe ich einen guten Tipp für dich parat, Digga. Und zwar, probier jeden Tag aufzustehen. Und dann hast du im Prinzip die Hälfte der Miete schon drin. Dann gibt's noch den Don Trasher mit 3 Euro. Wird dieses Jahr wieder ein Streamzember geben. War dope letztes Jahr. Es gab letztes Jahr noch gar kein Streamzember. Ah, doch. Ah, doch, stimmt! Ich muss aber auch gerade überlegen, ich dachte, hä? Doch, stimmt, da wolltest du mich einladen, aber es ist nicht gekommen. Stimmt. Oh, Mann. Ich musste gerade wirklich überlegen, so, hä, was war das? Ja, aber das war anders geplant. Nee, ich dachte, der meinte, ach, Chat, komm, lass dir wirklich jetzt einfach mal die Schnauze halt noch. Ich dachte, der meinte sowas wie Everyday Stream, aber ich habe ja immer Gäste eingeladen. Ja, aber es kam doch gar keiner eigentlich, oder? Ja, die meisten haben abgesagt. Hey, warte mal, war nicht sogar im letzten Dezember, war da nicht der erste Stream mit Elena? Nee, oder? Ist auch ein anders. Nee, ist auch ein anders. Ja? Ist eigentlich auch nur Elena Margebor gekommen? Ja? Doch, schreiben die Leute. Was? War's echt? Ey, Digga, ey, das Stream war letztes Jahr einfach, oder beziehungsweise generell dieses und letztes Jahr war Stream schon geisteskrank nice. Also, ja, ich erinnere mich, da gab's den einen oder anderen witzigen Moment. Wer ist Elena? Stimmt, das ist recht, Digga, wer ist Elena? Keine Ahnung, Mann. Free Mickey, warum Free Mickey? Hat jemand was in den Chat geschrieben und ich hab's nicht gelesen. Ja, scheiße, ich finde die Nachricht nicht mehr. Mickey, schreib mir nochmal bitte. Alter, da war die Energie noch da, Alter, das war schon mies. Was soll denn das jetzt heißen? Das heißt, die Energie war noch da. So, als wäre die jetzt gerade nicht mehr da. Boah, nein. Die Energie ist ja voll da, oder? Wenn du von zu Hause streamst mit dem Setup zuhörst. Digga, meine Nachbarn werden sich übel freuen. Genau. Das ist jetzt der Moment, in dem meine Laune vergeht. Ich erinnere mich noch, als wir hier am Anfang im Sommer gestreamt haben, dann los erstmal das Bild kaputt geschlagen. Also das war zu wild. Das war nice Zeiten, ja. Das waren wilde Zeiten. Was geht, Jungs? Was geht ab? Wirst du sehen. Ja, ich hatte bis gerade eben gute Laune und jetzt kommt Tim rein und einfach vorbei. Okay, ich kann ein Ding auch mal fragen, was du sehen willst. Was ist das? Hier lassen, Hose. Achso, oh ja, Mann, zeig mal. Die Bände sind nicht dann, aber der Rest schon.
Und der Stick ist halt noch der falsche. Aber es geht nur um die Qualität. Die Qualität sieht gut aus. Oh, das ist krass. Das ist auch mit dem Wollstoff. Alter, das ist ja übel clean. Fühlt sich auch sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Jetzt nur die Bändel sind halt nicht fertig. Mhm. Und jetzt, wenn die Bändel noch fertig sind, die sind krass. Also ich habe mir den angeguckt. Ah, die hat schon jemand getragen. Ich habe nicht reingeguckt. Was redest du, Bruder, ey? Wie, guck mal, wie die mir alle nicht gönnen, dass ich in Griechenland krasser Playboy bin und die ganze Chicks klar machen, wie die sich Sorgen darum machen, dass ich keine abbekomme, weil ich so gut aussehe. Ich sehe so gut aus. Verstehst du es nicht? Guck mich doch mal an. Guck mal, von der Seite, Silhouette, oh, Lackschuh, guck dir diesen Bruder an, alter, bester Mann. Guck dir so verdammt gut aussehen, Bruder. Jetzt noch mit Grimmbrille. Ich halte mal. Der sieht einfach aus wie so ein bärtiger Chipmunk. Ja, also ich muss wirklich sagen, Digga, die Hose ist wirklich insane. Fühl mal, vom Material her und so, ist wirklich geisteskrank. Ey, ich freue mich wirklich auf die. Ich werde sie sogar anziehen. Die wird auch einen extrem fairen Preis haben. Ja, wir werden die gar nicht verkaufen. Was? Wir werden die Hose nicht verkaufen. Ich gönne den Leuten nicht, dass sie die bekommen. Ja, dann feier ich. Das war Dingens, das wie war... Wie ist halt mein Outfit? Ist es die richtige Größe? Also kann ich die mal nachher fitten? Ich kann die jetzt fitten? Ja. Okay. Also 48, weißt du, ob du 50 oder 48? Ja, eher 48, ja. Habt ihr geguckt? Habt ihr noch was übrig? Aber es ist echt schön. Ist nice? Ist rockable? Ich würde sie anziehen. Rockable, flockable? Ich würde sie ausnahmsweise anziehen. Zeig mal. Also die Bewegung funktioniert schon mal gut. Ey, Digga, was zum Fick, Alter. Ja, ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ey, Bro, der Typ während dieser Diät noch seine restlichen intakten Hirnzellen verbraucht. Ja, Digga, ohne Witz, man, die Laune kommt echt zurück, Digga. Es hat auch nichts mit Weird Champ zu tun. Ich find's krass, wie ihr mir nicht gönnt, dass ich den übelsten Butt hab. Ey, was hast du gemacht mit deinem Hand? Ey, Junge, was ist denn heute los? Aber schade, dass du noch keine Streifen auf den Glutes hast. Scheiße, Digga. Warte mal. Ah, der Pump ist gerade, glaub ich, nicht so da. Ich glaube, ich sollte jetzt lieber nicht flexen, oder? Ach, ja, das Shirt ist übel nice. Aber ich muss sagen, die Hose sieht sehr gut aus. Ja, sagst du. Ich dachte, an der Länge müsste man noch was machen. Also, ich würde das ehrlich gesagt mal gerne im Spiegel sehen. Also wir haben hier eine Anzugshose, die extrem anzugshosenmäßig aussieht. Und ja, ich muss ja wirklich sagen, die ist Material. Du musst dir aber einfach überlegen, dass Hosen von vergleichbarer Qualität 250 Euro aufwärts kommen. Deswegen verkaufen wir unsere für 400. Oha! Einfach für 400? Warum liegst du Preise? Ja, Digga, keine Ahnung. Ne, also ganz kurze Information. Wollen wir das schon sagen, wann wir die verkaufen? Ja, können wir eigentlich schon sagen, oder? Nicht. Digga, so wie die jetzt gerade aussieht, jetzt nachdem wir auch den Stoff, die Frage war nur, ob wir es hinkriegen, so eines zu machen. Jetzt kriegen wir schon hin, ja? Wir können ja jetzt offiziell das schon Bescheid sagen. Es interessiert wahrscheinlich niemanden, aber diese Hose wird es im November für euch zu kaufen geben, meine Freunde. Es ist die erste Anzugshose, die wir machen, die unten keine Bündchen hat. Das heißt, sie ist unten offen. Ah, chillig. Ne, die hat auf jeden Fall einen nicen Fit. Wir haben diesmal auch geguckt, dass wir eine feste Bügelfalte drin haben. Warte mal, sieht man das hier so? Ja, hier siehst du es. Eine Bügelfalte drin. Auf Kamera kommt die viel schlechter als Ja, das muss mir nochmal gescheit zeigen. Aber ist eine sehr, sehr hochwertige Hose. Eine wirklich sehr, sehr hochwertige Hose. Mit Wolle drin. Wird auf jeden Fall, glaubt mir, Qualität von der Hose ist Lackschuh. Was sagen die Leute? Unten offen deutlich nicer. Ja, viel nicer als unten offen. 187 Euro wird deutlich teurer sein. Also die Hose wird auf jeden Fall über 500 Euro kosten. Nein, jetzt lass mal die Leute raten, wenn ich kurz darf. Ich verpiss mich direkt auch. Das interessiert mich immer nur. Was raten die Leute, was der Preis wird? Genau. Das interessiert mich. 9,99 Euro, 19,99 Euro, 20 Euro. Warte, jetzt mal kurz gucken. 110, 130, 180, 140, 60, 90... 69. 60, ja klar, Bro, 60 Euro die Hose, Digga. Da zahlst du drauf dann. 95, 69, 90, 100, 80, 99, 70, 80. Ja, ich würde so sagen, die Tipps sind so zum größten Teil im Segment von zwischen 70 bis 120 Euro. Und ihr müsst euch vorstellen, so eine Hose von vergleichbare Qualität, Stoff und Verarbeitung kostet wirklich 250 aufwärts. Die Hose ist wirklich krass. Also, no joke, das ist eine krasse Hose. Das ist wirklich eine sehr, sehr wertige Anzugshose. Mich interessiert, was die sagen, wenn du die Hose könnte man easy auch auf einen nicen Anzug rocken. Also, no joke, das ist eine krasse Hose. Eine Hochzeit. Ich bin gespannt, wie man... Du weißt, was die kosten wird, ne? Nein? Also, wer da nicht zuschlägt. Krass, oder? Wer da nicht zuschlägt, nein, der schlägt nicht zu. Ach so. Ich dachte 300. Der schlägt nicht zu. Nein. Oh, was ist 300? Also, jetzt habe ich, glaube ich, gecheckt. Ja. Wie kann man das nicht checken? Ja. Ja, ich hab's gecheckt. Ja. Okay, gut.
Also die nächste Kollektion, die auf jeden Fall rauskommt, wird im November kommen. Es werden die beiden Sweater dabei sein, es wird eine Hose dabei sein und eventuell noch ein weiteres Teil, das jetzt noch nicht ganz sicher ist. Steht noch in den Sternen, Freunde. Aber... Hollywood-Legenden. Der weiß es, glaube ich, immer. Doch, ich hab's ihm gesagt. Wie Hollywood-Legenden. 3000 Euro geleakt. Ja, scheiße, jetzt ist es raus. Die Hose wird 3.000 kosten, Freunde. Also wer da nicht zuschlägt, weiß es auch nicht. Kann man jetzt eigentlich Preis schon sagen oder ist es zu viel? Aber wie viel produziert ihr? 2 Millionen Hosen. Wir wollten diesmal über 8 produzieren. Oh, krass, dann für 3000. Hm? Und dann für 3000 eine Hose. Ja, dann hätten wir im Prinzip einen Gesamtumsatz von 27.000 Euro. Ja, wir zocken auf jeden Fall noch COD, weil da ruft auch schon Sascha an. Ja, hallo? Lasso. Ja? Ey, was machst du? Ich bin hier. Wo bist du? Ja, ich bin doch hier. Hast du Bock, so Among Us, die Mörder nur online mitzuspielen, aber Alman Edition. Mit der Nico, mit Karma Edit, keine Ahnung, mit Mickey, Payne, Schlorox und Simon Unge. Ja, also ich würde auf jeden Fall, ich würde mitmachen, wenn Karma Edits nicht dabei ist. Kennst du den oder was? Ja, ich mag den gar nicht, Digga. Ja, dann sagen wir einfach, dass du nicht mitmachen sollst, kein Problem. Genau. Ja, weil nicht, dass da noch irgendwas Beschissenes passiert, Digga. Kennst du den wirklich? Nee, es war ein Spaß, Digga, der kann schon mitmachen. Ja, komm auf Mickey sein Discord. Ja, okay, muss ich das runterladen? Den Discord? Nee, den hast du ja schon. Nein, das Among Us, Junge. Among Us? Ja, das geht schnell, das hast du in einer Minute runtergeladen. Ja, okay, perfekt, aber danach gehen wir schon noch in Warzone, oder? Danach gehen wir in Warzone, danach gehe ich in die Reihe Directions, also bis dann. Ja, komm, halt da mal. Jetzt muss ich da irgendeinen Game zocken, der sich nicht kennt. Oh! Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Getreidetreu wollten, dass ich ihnen noch ein Intro mache. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She said